Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute Abend in Goch, genauer gesagt in Kessel. Das ist die Nias. Und die habe ich entdeckt letztens, als ich mit meiner Frau hier wandern war. Das fand ich ganz nett hier, weil hier hinten ist die Nias renaturisiert worden. Und das sieht wunderbar aus. Und ich habe jetzt den Abend damit verbracht, hier mir die Gegend so ein bisschen näher anzusehen und die ersten Motive zu suchen. Weil ich will natürlich morgen früh zu Sonnenaufgang schon bereit sein. Und da ich die Gegend hier gar nicht kenne, bin ich jetzt den Abend vorher angereist mit meinem Wohnmobil, werde dann hier übernachten. Und dann habe ich mir die Anfahrt in der Nacht schon mal gespart. Da kann ich hier schön früh um 3:30 oder um 4, ja, ich denke 4 Uhr reicht raus. Und dann kann ich euch da morgen früh zeigen, was ich mir da so ausgeguckt habe. So schön wie es auch ist, es ist mal wieder nicht ganz einfach, weil das, was man renaturisiert hat, ist extrem flach alles und die Brennnesseln hier am Rand alles sehr hoch. Also man kommt ganz schlecht ran an die Nias und an die interessanten Punkte. Deshalb bin ich hier schon ein bisschen hin und her gerannt. Aber das eine oder andere werden wir dann schon vor die Linse bekommen. Ich freue mich schon auf morgen früh. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 4:20. Die blaue Stunde hat angefangen vor einer Viertelstunde ungefähr. Bis Sonnenaufgang haben wir jetzt noch eine Stunde, aber die Sonne droht sich schon an, kann man schon erkennen. Ja, ist wieder tolle Stimmung, die Vögelchen singen. War eine kurze Nacht. Wir sind ja kurz vor Sommersonnenwende. Da müssen wir früh raus. Ja, wie ihr seht, keine Wolken am Himmel. Und ich möchte wirklich jetzt den Sonnenaufgang nutzen, noch ein bisschen blaue Stunde. Und ich muss sehen, dass ich halt die Nias reinbekomme. Wir haben so ein bisschen Nebel drüber. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr, wenn die Sonne rauskommt. Was dann aber ganz schnell wieder weggeht. Also wir haben vielleicht nur, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um wirklich gute Bilder machen zu können. Deshalb werde ich mich jetzt erstmal positionieren. Ich habe noch eine Viertelstunde zu laufen und das machen wir jetzt. Ja, ich bin hier auf dem Nias-Wanderweg und diese Brücke ist hier direkt über diesem renaturisierten Gebiet. Man hat hier einen herrlichen Blick über das Gelände. So, das ist jetzt der Blick flussaufwärts. Jetzt können wir flussabwärts gucken. Das ist auch nicht schlecht, hier rechts die große Eiche mit reinzunehmen. Unterhalb der Eiche kann man die Brücke ganz gut mit reinnehmen. Da werde ich jetzt mal runtergehen. Also die Brücke selbst und hier das Gebiet, das hatte ich mir jetzt so auserkoren. Hier werde ich mich jetzt ein bisschen rumtreiben und ein paar Bilder machen. Aufs Motiv habe ich mich noch nicht ganz festgelegt. Es gibt einige schöne Sachen, aber es gibt nicht so ein herausstechendes Knallermotiv. Ja,
ist die Natur halt insgesamt. Vielleicht nehme ich aber auch die Brücke rein. Ich werde jetzt noch mal ein schönes Plätzchen suchen. Die Stimmung hier ist wieder bombastisch. Mein Gott, ist das schön. So, ich bin jetzt noch mal auf der anderen Flussseite. Vielleicht kriege ich den Bach ein bisschen gerade rein. Aber dazu muss ich tatsächlich die Kamera in den Fluss stellen. Und ich habe natürlich meine Gummistiefel nicht mit. Den ganzen Sommer habe ich die im Wohnmobil gehabt. Nur heute habe ich sie nicht mitgenommen. Wie blöd kann man sein? Ja, dann gibt es halt nasse Füße. Jetzt ist doch ein bisschen Nebel unter der Brücke schon. Und die Brücke spiegelt sich auch schön in den Fluss. So, wir sind bei 6,5 Sekunden, wenn ich F11 nehme. Das müsste eigentlich jetzt sogar mal auf Blende 14. Dann habe ich 10 Sekunden. Das müsste einen schönen gleichmäßigen Flusslauf geben. Ich bin mal gespannt jetzt, wie das mit dem Nebel ist bei der langen Belichtungszeit. Wenn man das zu lange macht, dann ist es nur noch wischiwaschi, dann wirkt das auch nicht mehr. Ah ne, sieht gut aus. Oh ja. Aber ich sehe schon, ich muss mit der Kamera noch ein bisschen runter. Und noch ein Stück zurück. Ja, das geht, das geht, das geht. Da sitzt ein Nutria in einer Wildmitte. So, da haut er ab. Da ist noch einer. Nutria oder Biber. Da wird von Nutria sein. Wenn wir die Zähne zeigen, dann kann man sehen. Also hier gibt es ähnlich viele Nutrias wie am Devitsee in Nettetal. Dieses Video verlinke ich euch mal hier oben. Ich blende euch den Hinweis ein. Also bei mir verfestigt sich langsam der Eindruck, dass die Nutrias die Weltherrschaft übernommen haben. Ganz heimlich. Ja, wieder ein wunderschöner Morgen und ihr seht ja selber wieder, wie friedlich und ruhig alles ist. Und ich bin ganz alleine seit anderthalb Stunden. Echt geil. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich weitermachen soll. Ich habe die ersten Bilder jetzt im Kasten, wo es so die Stimmung noch so ein bisschen cooler ist. Habe die Brücke hinten fotografiert. Aber jetzt muss die Sonne mir mal ein bisschen was bieten. Ich brauche jetzt mal eine Lichtidee. Ich war halt noch nie hier und kenne halt die Gegend nicht gut genug. Ich muss jetzt halt spontan reagieren. Ich warte jetzt, bis die Sonne halt über die Bäume kommt und dann wird da irgendwas lichtmäßig hier passieren und dann schlage ich zu. Und solange genieße ich das. Ja, ich gehe jetzt gerade mal noch so ein bisschen flussaufwärts. Ein bisschen noch auf Motivsuche, vielleicht auch Scouting für die Zukunft. Wer die Gegend nicht kennt, hier auf der Nias gibt es einige Veranstalter, die Kanufahrten anbieten. Geführt und ungeführt. Müsst ihr euch mal informieren. Also das ist wirklich schön. Ich habe das auch schon mal gemacht.
Das ist ein ganz ruhiger Fluss, eignet sich mit Kindern hier zu paddeln oder Kanu zu fahren. Da können Sie ja sehen. Ist nicht allzu tief, nicht sehr anstrengend. Ist das für gestresste Manager, um sich zu erholen, um runterzukommen? An dieser Stelle habe ich direkt mal eine Aufnahme probiert. Die Belichtungszeit beträgt 1,1 Sekunden. Und was dadurch entsteht und was mir auch wirklich gut gefällt, ist, man kann die Bewegung von dem Gras unterhalb der Wassernarbe relativ gut erkennen. Hier und hier. Das finde ich richtig gut. Hier sind wir bei dem Eselbauern von Kessel. Hier kann man Eselwanderungen machen. Da hinten im Stall kann man sie sehen. Ja, wer da interessiert ist, kann sich das schnell abgucken. Ja, jetzt habe ich noch mal eine schöne Stelle gefunden. Und ich muss sagen, so direkt Sonnenaufgang hier zu sein, das war gar nicht die richtige Zeit. So die letzten 20 Minuten sind eigentlich besser, wo die Sonne schon ein bisschen raus ist, in die Szene reinkommt. Da ist das Licht doch deutlich schöner, wenn das so seitlich in die Gräser kommt und in die Bäume. Da bin ich ein bisschen zu früh aufgestanden. Ja, von diesem Ort hier werde ich jetzt noch mal ein paar Bilder machen. Die Sonne kommt hier schön durch die Bäume, kriegt vielleicht noch einen kleinen Sonnenstern mit rein. Ich werde jetzt mal unterschiedliche Einstellungen probieren, aber das gefällt mir ja ganz gut. Ja, das war die letzte Szene für heute. Ich packe jetzt ein. Wenn euch dieser kleine Bericht und die Bilder über die Niers hier in Kessel gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Like oder lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.